Wir sind vier Freunde, die mit ihrem Segelboot Amadi gemeinsam die Welt bereisen. Jede Woche nehmen wir euch mit unseren Videos mit auf eins unserer Abenteuer. Wir sind gestern auf Festland Puerto Rico in Fajardo angekommen und wollten wie immer einfach an Land gehen, kurz ein paar Sachen einkaufen und uns eine schöne Bar suchen, um die Ankunft zu feiern. Und haben dann festgestellt, dass wir uns erstmal ganz schön umgewöhnen müssen an diese amerikanische Infrastruktur. Das heißt, es gibt irgendwie keine Busse, es gibt so gut wie keine Taxis, keine Möglichkeiten, SIM-Karten zu kaufen. Nicht mal Uber funktioniert hier gescheit und das ist alles einfach wahnsinnig weitläufig. Wenn man kein Auto hat, ist man komplett aufgeschmissen. Wir sind gestern Nacht erstmal 3 Stunden gelaufen, bis wir irgendwie bei einem Supermarkt waren und was zu essen gefunden hatten und wieder zurück auf der Amadi waren. Und heute Morgen ging das Struggle ein bisschen weiter. Wir wollten uns nämlich entweder ein Taxi oder ein Uber mieten oder ein Auto, um in den Yunque Nationalpark zu kommen. Das ist ein riesiger zusammenhängender tropischer Regenwald im Zentrum von Puerto Rico um den höchsten Berg herum, der wahnsinnig schön ist. Aber wir haben fast 3 Stunden gebraucht. Zum Glück haben wir jede Menge sehr hilfsbereite Leute getroffen, die uns teilweise durch die Gegend gefahren haben und Taxiunternehmen für uns angerufen haben. Und schlussendlich nach 3 Stunden haben wir dann eine Autovermietung gefunden, die sonntags auch noch ein Auto für uns zur Verfügung hatte, die man allerdings nicht ohne Auto erreichen konnte. Aber ja, wie gesagt, uns hat dann jemand hingefahren. Wir haben endlich unser Auto bekommen, sind jetzt im Yunque Nationalpark. Wo man aber auch nur reinkommt, wenn man irgendwie ein paar Tage vorher ein Ticket reserviert. Deshalb sind wir eigentlich auch nur am Rand vom Yunque Nationalpark. Hier gibt es aber auch einen wahnsinnig schönen Trail an einem Fluss, wo wir heute ein bisschen Canyoning gemacht haben und über die Steine den Fluss hochgeklettert sind und diese wunderschöne, intakte Natur hier genießen. Und ja, also Puerto Rico wendet sich noch zum Guten. Es hinterlässt hier wirklich einen sehr positiven Eindruck. Eins, zwei, drei.
unserem Ausflug in den Nationalpark haben wir uns noch einen gemütlichen Platz gesucht, um den Sonnenuntergang zu schauen. Bevor wir zurück aufs Boot gingen, wo wir die Abfahrt vorbereitet haben, um am nächsten Tag nach San Juan aufzubrechen. Spann mal die Spannung ab, die hängen alle durch. Stadt von San Juan geankert. Jetzt fahren wir mal rüber und schauen uns mal um. Das sieht von außen schon sehr, sehr schön aus. Willkommen in San Juan, der Hauptstadt von dem US Territory Puerto Rico. Wir sind gestern hier angekommen und haben völlig unerwartet einen der schönsten Ankerplätze von unserer ganzen Reise bekommen. Wir liegen direkt vor der Altstadt von San Juan, vor den Festungsmauern des großen Forts, das diese Altstadt dominiert, und haben einen wunderschönen Blick auf die Stadt. Und waren gestern Abend hier schon ein bisschen unterwegs, leider zu spät, hat alles schon zu. Aber konnten trotzdem noch die schöne Bar-Szene genießen und die bunten karibischen Häuser hier in der Altstadt. Und heute haben wir uns Zeit genommen, nochmal, glaube ich, einen der kulturellsten Tage seit Spanien, seit so Städten wie Barcelona und Valencia hinzulegen. Und uns diese erste richtige Metropole, seit wir in der Karibik sind,
zu Gemüte zu führen. Das heißt, wir machen heute einen Rundgang durch zwei große Forts und werden uns auch gleich noch ein Museum anschauen und die verschiedenen wunderschönen Plätze und Gassen und Straßen von der sehr grünen und sehr bunten und lebendigen Altstadt von San Juan. Und ja, haben wir genießen nochmal diese tolle Abwechslung zu den letzten Tagen, zu den einsamen Inseln, auf denen wir waren. Und freuen uns mal wieder darüber, wie wahnsinnig unerwartet, spannend und abwechslungsreich unsere Reise hier ist. Puerto Rico, goodbye San Juan. Wir brechen jetzt auf zu den Bahamas. 4 Tage etwa wird die Überfahrt dauern. Das ist die längste Überfahrt, die wir jetzt haben, seit wir auf Barbados angekommen sind. Hinter uns fährt auch gerade zeitgleich Alex aus dem Hafen raus. Der hat uns jetzt nochmal eingeholt, nachdem er einen Monat lang auf Antigua auf sein neues Rig gewartet hat. Mit dem werden wir jetzt nochmal die nächsten Wochen auf den Bahamas verbringen und eben jetzt auch die Überfahrt zusammen machen. Aktuell haben wir perfekte Gennaker-Bedingungen. Wir haben auch schon den Schlauch hochgezogen. Sobald wir aus dem Hafen raus sind, wird er dann gelichtet und dann schauen wir mal. Wir werden morgen Nachmittag wahrscheinlich von der Sturmfront eingeholt werden. Die haben wir schon auf dem Schirm. Aber wir können es leider nicht vermeiden, dass wir da jetzt in die reinkommen. Sollte aber nicht allzu schlimm werden, weil das sind eigentlich nur noch die Ausläufer von dem Sturm. Bis dahin können wir hoffentlich schön ruhig mit dem Gennaker segeln.